Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport CO2 hier bei Heisenberg Zockt. So, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ja, in Weichenfeld. Ich bin hier vorher kurz gewesen, um die Map ein bisschen einzulesen und dachte mir, als ich hier so war, wow, das sieht aber mittlerweile schon relativ cool aus hier mit New York. Also das ist glaube ich eher New Jersey, aber hier haben wir New York. Und wenn man hier guckt, unser Hauptquartier, Halleluja. Ich denke mal, ja, wir haben die Spitze erreicht. Also ich weiß nicht, ob das noch viel größer wird. Aber wir gehören eigentlich gar nicht hierher. Trotzdem, hier kurz ein Überflug. Ja, ist doch nett. Gut, also Überflug gemacht. Ab nach St. Gallen. Denn die brauchen LKWs, damit die Werkzeuge in die Stadt reinkommen. Und zwar dorthin, wo sie hin sollen. Hier sehen wir, wir brauchen Werkzeuge. Und danach geht es nach Erfurt. Wir werden diese Strecke, die wir jetzt gebaut haben, in irgendeiner Form weiterziehen. Vielleicht hier lang, dann hier rauf. Das gucken wir nachher. Jetzt machen wir erst ein paar schöne LKWs hier hin. Dafür bräuchte ich hier die Cargo-Ansicht. Jawohl. Aha. Okay, eher in dem Bereich. Gut, dann bauen wir hier doch gleich mal einen LKW-Port hin. Gebäude, Cargo. Ihr ahnt, was kommt. Genau, nämlich diese, ja, wie soll ich sagen, normalen Teile, die man halt wirklich an die Straße rankriegt. Und dann machen wir dich mal, sagen wir mal, hier hin. Auf die rechte Seite, das würde schon mal passen. Jetzt haben wir aber, wenn ich mich nicht täusche, hier oben beim Bahnhof kein LKW-Port. Sehe ich das richtig? Ich wüsste auch nicht, wozu wir hier einen LKW-Port hätten haben müssen, weil das sind die ersten Güter, die hier ankommen. Was brauchen die denn sonst noch? Maschinen, ja, das wäre dann auch mal noch etwas, was wir in Angriff nehmen. Aber schön jetzt hier. Es bewegt sich, es tut sich. Wo kriegen wir hier einen LKW-Port hin? Das müsste irgendwo hier oben sein. Jetzt sieht man aber, hier haben wir tatsächlich schon einen Trambahnhof und einen Busbahnhof ebenfalls. Ja, wir schauen mal. Ich nehme ja mal so ein Teil. Ich meine, zur Not nehmen wir halt das gleiche, was wir gerade in der Stadt verbraten haben. Nämlich das hier. Das würde hier oben mit Sicherheit funktionieren. Man sieht, wir hätten den Bahnhof tatsächlich an der Angel. Aber wir bauen ja auch ein bisschen fürs Auge. Haben wir nicht irgendwas Kleines, Handliches, was hier auch noch hingeht? Doch, wird dann in den Berg reingeschlagen. Guck mal, genauso wie die Tramhaltestelle. Das würde mir eigentlich gefallen. Wir brauchen hier, ich würde mal sagen, zwei Terminals. Und dann wird schon ein bisschen größer. Wir können das aber hier im Prinzip natürlich auch noch ein bisschen verändern. Länge Verbindungsstraße, Umrandung. Machen wir mal eine Mauer. Boden, Asphalt ist okay. Schilder, ja, warum nicht auch noch ein bisschen Beleuchtung? Ist halt immer noch ein bisschen zu groß. Aber ich glaube, ich kriege das nicht kleiner hin, wenn wir zwei Terminals haben. Ist auch nicht so schlimm. Ich finde das eigentlich cool, wenn es denn hingeht. Und es geht. Weil hier bei diesem Berg, den wir jetzt hier reinfräsen, da müsste man eigentlich mit dem einen Tool noch was machen können. Ich baue das mal. Zack. Hängt das auch an der Straße dran? Das ist noch die Frage. Ja, das hängt wunderbar dran. Guck mal, das sieht doch nett aus. Dann haben wir hier oben wahrscheinlich sogar noch richtig schön Verkehr. Also, ich schau mal, was wir mit dem Terra-Tool hier noch hinkriegen. Wir blähen. Ja, geht eigentlich gar nicht schlecht. Hätte jetzt gedacht, dass das wieder eher gesperrt ist. Wahrscheinlich hier durch Kollege LKW-Port, aber nö. Vielleicht hier noch ein bisschen runter. Hier noch ein bisschen runter. Ja, okay. Ja, ist halt in den Berg reingefräst, aber das ist halt, wenn man hier natürlich sowas baut und es dann dermaßen an den Berg ranlehnt, dann hat man natürlich den Effekt, dass hier der Berg auch ein bisschen leidet. St. Gallen Ost. Sehr nett. Gut. Wir brauchen eine Linie. Von St. Gallen Ost. Hier ins Städtchen rein. Das wäre hier hin. Dort haben wir das LKW-Symbol. Und das ist dann... Ja, machen wir doch mal St. Gallen zuerst. Oder wir machen, glaube ich, Werkzeug zuerst. Ist eigentlich auch egal. Aber richtig schreiben wäre noch schön. Ich sehe es nicht. Werk. Zeug. LKW. St. Gallen. So, haben wir hier ein Depot? Mit Sicherheit, denn hier fahren Busse rum. Die Frage ist, wo ist dieses Depot? Das werden wir rausfinden. Bahn, Bahn, Bahn. Da hinten. Hier ist das Busdepot, beziehungsweise das Straßenfahrzeugdepot. Gleich mal schnappen das Ding und gucken, was nehmen wir hier. Werkzeuge müssen wir transportieren. Hat natürlich jetzt auch schon. Wie sieht es mit dir aus? Ach, das sind die Teile, die blinken. Ich finde die halt schon sensationell. Da haben wir auch nochmal Dienstfahrzeuge. Hier auch Werkzeug drin.
Entstördienst, Gas. Oh, das ist natürlich schon sehr nett. Servicemobil, Straßendienst. Das ist hier, glaube ich, schon eher das Straßendienst gewesen. Der ADAC. Ja, der fährt hier natürlich auch rum. Okay, der ADAC in St. Gallen. Wir haben hier eigentlich den Touring Club. Aber egal, wir nehmen... Ja, wir nehmen das Teil. Davon gerne. Machen wir mal 8 Stück, damit hier auch ein bisschen was rumfährt. Wo haben wir dich denn? Bisschen rauszoomen. Bisschen rüberdüsen, damit die Linie hier auftaucht. Da, Werkzeug LKW. Jetzt habe ich aber, glaube ich, St. Gallen noch falsch geschrieben. Das werden wir gleich noch kurz ändern. Jawohl, mit diesem rollen A hier oben, das ist nicht ideal. So, St. Gallen, jetzt passt es auch. Enter drücken, wenn ich Enter finde. Und hier kommt sie schon, unsere ADAC-Armada. Nett. Gleich mal kurz reinhüpfen. Und dann düsen wir hier noch ein bisschen durch St. Gallen durch. So, gerne aus der Führerkabine. Jawohl. Weil das ist relativ cool, finde ich. Da haben wir nicht diesen Sonnenbrillenblick, wie wir ihn teilweise halt tatsächlich in den Zügen drin haben. Ja, eine richtige Armada, die hier in die Stadt reinfährt. Da muss einiges kaputt gegangen sein an Fahrzeugen, sonst wäre der ADAC ja nicht in solcher Masse hier. Nein, die sind einfach zuständig dafür, dass hier tatsächlich die Werkzeuge in die Stadt reinkommen. Aber hat was, sieht nett aus. So, wir düsen mal noch mal ein bisschen mit. Wir waren schon lange nicht mehr in St. Gallen. In unserem Rücken, da müsste noch das Open-Air-Gelände liegen. Ja, das sieht man jetzt von hier aus nicht. Da sind wir zu sehr in der Stadt drin. Aha, okay. Ich wäre jetzt ja geradeaus gefahren, aber okay. Da oben haben wir noch ein Depot. Sehr schön. Deswegen mag ich diese Depots, weil die einfach auch wirklich in die Städte reinpassen. Von der Optik her, es ist einfach ein Gewinn für jede Stadt. Wenn, ja, auch sogar in der Stadt drin, meiner Meinung nach, eben ein Depot ist. Das sieht einfach cool aus. Das sind weitere Gebäude, die wir haben. Ich glaube, wir fahren, jawohl, er blinkt schon mal, der Vordermann, zum LKW-Port in der Stadt drin. Müssen jetzt wieder alle hintereinander herdackeln. Eigentlich nicht. Wobei, Moment. Nee, die fahren nicht zum LKW-Haltepunkt, oder doch? Wir werden es gleich sehen. Immer diese Ungeduld. Da oben ist noch schöne Dampflok unterwegs. Jawohl, Achtung. Stau. Weil der Railjet dort noch in den Bahnhof rein möchte. Hihi, cool die Kamera. Und die Dampflok möchte auch gleich hinterher. Wobei uns ist, glaube ich, nicht ein Bahnübergang im Weg. Jawohl, sondern die Straßenbahn. Die hier eben auch noch lang fährt. Deutlich zu erkennen daran, dass wir hier uns auf Schienen bewegen. Also wir natürlich nicht, aber wir haben Schienen auf der Straße. Aha. Ab in die Röhre rein. Und ich nehme mal an, wenn wir jetzt hinten rauskommen, dann sind wir oberhalb vom Bahnhof. Da kommt schon wieder eine Dampflok, ich hör's. Ja, sieht eigentlich ganz so aus. Dann müsste die Straßenbahn, das Tram jetzt dort links... Ich weiß, auf Hochdeutsch heißt es die Tram. Ich weiß, Leute. Aber das habe ich jetzt schon x-mal erklärt. Eben, auf Schweizerdeutsch heißt es halt das Tram. Ich kann es nun mal nicht ändern. Und deswegen sage ich halt das Tram. Weil wenn ich mir jetzt angewöhne, dass ich sage die Tram, dann halten mich dann alle Schweizer für verrückt. Wenn ich dann plötzlich auf Schweizerdeutsch auch von die Tram spreche. Oder die Tram sage. So, gut. Ja, haben wir im Prinzip. Ich würde sagen... Das können wir so lassen. Das ist auch noch ein schönes Bild. Kann man auch noch mitnehmen. Der ADAC. Ja, wirklich so, also alles, was es vom ADAC in der Gegend gibt, ist jetzt hier in St. Gallen tätig. Und eben schön mit Sicht auf den Bahnhof. Das Open Air haben wir da hinten. Gut, die Depots, die blenden wir wieder aus. Die brauchen wir für den Moment nicht mehr. Was wir jetzt brauchen, ist eine Übersicht. Wo fährt unser Zug lang? Das hier wäre... Werkzeug St. Gallen. Und die Strecke, die nehmen wir mal mit. Das ist für mich eigentlich klar. Nur jetzt ab hier müssen wir es dann anders machen, weil ich möchte nicht hier nochmal Gleise bauen, um durch den Bahnhof durchzukommen, sondern ich würde schon sagen, wenn, dann gehen wir in die Richtung. Machen hier die Biege und dann führt uns das dann schlussendlich in die falsche Stadt. Moment. Wo haben wir denn Erfurt? Hier. Nee, das geht schon. Hier mit einer Kurve. Ich dachte gerade Oberkirch. Nee, da müssen wir nicht hin. Wir müssen hier nach Erfurt rein. Und hier in Erfurt, da fehlt
auch noch. Filter? Ne, das ist doch... Ne, das ist nicht. Hä? Er spricht in Rätseln, ich weiß. Ich brauche mal kurz das Hart. Ist das hier... Ne, das ist nur ein Personenbahnhof. Ich dachte gerade, diese Plattform hier, die hat eine gewisse Breite. Deswegen ist das vielleicht tatsächlich schon eine Güterplattform. Aber das ist es nicht, weil... Ja, das ist eine Mod. Also hier können wir nichts machen. Das heißt, Erfurt kriegt einen speziellen Güterbahnhof. Wo machen wir den hin? Irgendwie so hier hin? Da hätten wir sogar noch Platz. Guck mal, wir brauchen ja auch nicht 10.000 Gleise. Ich würde sagen, lasst uns gleich zuerst mal tatsächlich den Güterbahnhof hier hinstellen. Länge 2... Ne, 160 sind das. 240 wäre das. Das ist wahrscheinlich zu lang. Zwei Gleise, das reicht. Ja, das ist zu lang. 160. Das ginge. Könnten wir hier hinstellen. Mal ein bisschen drehen. Dann geht es interessanterweise nicht mehr. Vielleicht nur mit einem Gleis. Oh doch, so geht's. Guck mal, ich baue den. Ich weiß zwar nicht, was wir mit den Gleisen machen, aber wie sich der hier perfekt einfügt ins Stadtbild, das ist doch sensationell. Hier fahren sie unten durch und hier ist halt tatsächlich, sagen wir mal, der alte Güterbahnhof. Ich meine, Erfurt ist eine große Stadt. Da könnte man natürlich auch später hier irgendwo im Umland, zum Beispiel hier hinten noch, nochmal einen riesigen Güterbahnhof hinstellen, nur mit Fake-Zügen. Und das ist halt der alte Güterbahnhof, der wird aber auch noch genutzt. Ganz einfach, weil es halt auch Sinn macht. Gut, mit den Gleisen können wir hier irgendwie lang. Das müsste klappen. Also, dann fangen wir nochmal von vorne an, in dem Sinne, dass wir gucken, wo wir hier genau was machen müssen. Im Prinzip hier geradeaus. Nee, eigentlich nicht. Im Prinzip von hier. Das ist das falsche Gleis. Hier in dieses Gleis müssen wir rein. Allerdings, da müssen wir jetzt natürlich noch schnell schauen, wer hier sonst unterwegs ist. Das sind schon zwei Linien, wie wir sehen. Nicht ideal, ich sag's mal so. Und zwar ist das hier die Universallinie und das Orange, der Ciruno. Ja, da mit Güterzügen rein, ich weiß nicht. Wäre aber schon. Wäre eigentlich schon nicht so verkehrt, das sieht man hier. Oder wir machen eigene Gleise, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass wir für einmal wieder das Ganze so machen, dass der Güterzug eigene Gleise kriegt. So, ich muss nochmal kurz den Zug haben. Da ist er. Ne, das ist die Unilinie. Den hier brauche ich. Werkzeug sind geil. Wir haben gerade eine Autosave, wir können eh gerade nichts machen. Ja gut, also hier raus. Und in die Gleise rein. Allerdings, Moment. Ja, hier haben wir auch Züge drauf. Und zwar die Universallinie und Bad Gautleuba, New York City. Aber dann könnte man das im Prinzip nehmen und geht dann in eigene Gleise rein. Und dann kommen wir hier hin nach New York. Das ist das falsche Gleis. Wo muss ich denn rein, um Gottes Willen? Doch hier oben. Also, hier würden wir eigentlich schon unter den Gleisen durchgehen. Das heißt, wir müssten hier früher raus. Würde ich behaupten. Wenn ich mir hier mal ein Gleis schnappe. Machen wir mal 160er, viel schneller ist der Güterzug sowieso nicht. Ja, da sieht man. Das würde eigentlich gehen. Was natürlich auch gehen würde, ist, wir gehen hier in die Richtung und docken dann dort irgendwie an. Oder gehen selbstständig durch einen Berg durch. Dann hätten wir halt einen Tunnel. Aber ich finde die Umfahrung fast besser, dann sehen wir den Zug ein bisschen länger. Also, kann ich hier eine Weiche machen? Ich gehe mal davon aus. So, jetzt ist aber die Frage, komme ich mit den Gleisen irgendwann wieder raus? Jawohl, hier oben. Na, das passt doch. Dann machen wir das doch gleich mal. Zack, gebonkt. Mit dem anderen Gleis würden wir auch gerne raus. Jawohl, sauber. Signale etc., das gucken wir am Schluss. Jetzt müssen wir erstmal die Strecke bauen. Hier kann es sein, dass es ein Problem gibt. Nicht mal. Das ist allerdings das falsche Gleis. Wenn, müssen wir es so machen. Oh, mit dem geht's nicht. Doch, wenn man das richtig einstellt, geht es auch mit dem. Oder wir machen es halt von hierher kommend. Mal schauen, ob wir reinkommen. Jawohl. Ja, funktioniert prächtig. Sogar mit Bahnübergang. Kein Ding. Machen wir. Ich frage mich zwar trotzdem, ob wir nicht in das bestehende Gleis rein sollen. Aber wenn hier halt tatsächlich schon zwei Linien verkehren. Eine fährt hier gerade. Man sieht. Da kommt einer entgegen, das ist der Ciruno. Ja, nee, das ist, sagen wir mal, nicht ideal. Nicht, dass hier ein Güterzug auch noch drauf ist. Auf der anderen Seite, jetzt nochmal ein Gleis machen. Ich bin gerade ein bisschen unschlüssig. Wenn wir hier vorne uns lang zwirbeln, dann könnten wir hier unten durch und hier wieder
rein. Jetzt müsste ich aber nochmal sicher wissen, wer hier blau ist. Das ist St. Gallen Oberkirch. Das könnte man machen. Hey, ja, denkste. Guck mal, hier kommen wir wieder in die Gleise rein. Nee, das funktioniert so nicht. Also es würde schon funktionieren. Aber wir haben doch ein paar Züge drauf. Das verteilt sich. Das ist eine so lange Strecke, die Züge, die müssen ja erstmal vom zentralen Güterbahnhof nach St. Gallen die alte Strecke befahren. Und dann hier eben raus. Ja, ich würde hier in die Gleise rein. Wir machen das so. Also, jetzt muss ich aber, damit ich wirklich ganz sicher bin, Universallinie Ciruno. Das heißt, hier dürfen wir eben nicht rein. Aber hier in die blauen dürfen wir dann rein. Das ist machbar. Also, das heißt, wir folgen hier mit eigenem Gleis. Der Ciruno-Linie. Mal bis hier hin. Und dann gucken wir, dass wir hier von der Linie wegkommen. Dort oben in das andere Gleis rein. Ich denke, das ist eigentlich wirklich eine relativ gute Lösung. Allerdings müssen wir unten durch, damit wir auf die andere Seite kommen. Wäre dann plus minus so. Ich fürchte, wir kriegen hier die Höhe nicht. Wenn ich das so mache, hier rausgehe. Gerne mit runtergehen. Bau es mal von hier aus kommt. Dann können wir hier eine Weiche machen. Halt, jetzt habe ich aber beim Portal nicht geguckt. Wobei dieses Standard-Portal, dieses Vanilla-Portal, das ist eigentlich schon auch okay. Ja, das funktioniert. Da komme ich raus. Das passt. Gut, dann machen wir das. Allerdings, man sieht hier, das gibt eine zu enge Kurve. Das heißt, ich werde das hier nochmal ein bisschen zurückstutzen. Muss jetzt mal gleich hin. Da. ja, baue ich. Nee, baue ich nicht. So baue ich's. Passt. Hier nochmal stutzen. Dann sind wir nicht so lang an dem Gleis dran. Das ist aber auch kein Ding. Das haben wir nur gemacht, weil es eigentlich nett aussieht. Oh, und jetzt haben wir hier echt die Steigung, die zu hoch ist. Wenn ich so baue. Ja, geht immer noch nicht. Oh, okay. Ja, man sieht, das ist dann doch eher schwierig. Eieiei, geht das gar nicht? Aber irgendwie muss ich doch da hochkommen. Wir kommen doch mit den Gleisen hier an die auch ran. Das muss doch dann mit denen hier eigentlich auch gehen. Was machen die anders? Die haben mehr Weg. Das ist das Problem. Ja, ich sehe schon, das funktioniert so nicht ganz. Aber plus minus ist es die... Wie soll ich sagen? Plus minus ist es der Weg, den wir zurücklegen müssen. Na ja, uns halt auch nochmal ein bisschen mehr Weg gönnen. Vielleicht hier oben lang gehen. Und dann da runter. Man sieht schon, wir sind hier tatsächlich hoch. Ja, ganz einfach. Das hier muss weg und wir müssen hier früher Höhe gewinnen. Ist zwar ein bisschen schade. Einerseits, wobei wir sind jetzt hier an die Gleise eigentlich jetzt im Prinzip rangegangen. Also wenn wir das jetzt so machen. Höhe. Wo muss ich hin? Habe ich das noch gar nicht gebaut? Nein. Ich versuche mal, das so zu machen. Dann kommen wir hier bereits auf eine Brücke. Das können wir aber auch aufschütten. Wie sieht es jetzt aus? Immer noch zu hoch wahrscheinlich. Ich sehe es nicht schön. Oder hängt das jetzt dran? Ne, guck mal, das funktioniert. Sauber. Gleich machen, bevor das Spiel denkt, nee, das ist irgendwie doch nicht schön. Das möchte ich nicht, dass er so baut. Ja, gleich auf OK drücken und es funktioniert. Jawohl. Perfekt. Wir haben unsere sozusagen Umfahrung. Gehen wir hier mal raus und gucken. Ja, sauber. Gefällt mir. Der Girono hat seine Ruhe und wir eben auch. Wir kommen hier lang, hier rüber. Gehen hier in den Berg rein. Kommen hier wieder raus. Und jetzt gehen wir hier in unsere Gleise rein. Das ist die blaue Linie. Da haben wir gesagt, das können wir. Ja, so nicht. Aber ist dort ein Signal? Da ist ein Signal im Weg. Deswegen komme ich hier nicht raus. Ich gucke nochmal schnell. Ne, geht nicht. Müssen wir Kollege Signal schnell kappen. Kriegt er zurück. Bitte etwas Geduld. Das gefällt mir so nicht. Würde zwar funktionieren. Aber wenn, dann hätte ich es gerne so. Oh, und dann geht's. Doch, es geht. Ich muss ja hier ins Gleis rein. Das funktioniert schon. Passt. Jetzt muss ich aber dran denken, dass wir das Signal wieder zurückgeben. Und zwar wäre das dann, sagen wir mal, hier. Und hier brauchen wir dann auch eins. Das gucken wir dann aber am Schluss, wenn wir die Strecke einrichten. Ach so, jetzt haben wir aber das Problem. Genau. Ja, toll. Für 5 Meter sind wir hier jetzt in dem gemeinsamen Gleis drin. Und dann geht es hier vorne in dieses Gleis und dort sind schon Züge. Allerdings, ja, es passt schon. Aber es ist halt der Ciruno. Ey, das passt halt irgendwie doch nicht.
Sollen wir den Chiruno mit Güterzügen ausbremsen? Und hier den Metronom? Oder sollen wir hier nicht vielleicht doch das Ganze viergleisig machen? Dass die Güterzüge hier nicht langfahren. Weil hier ist sogar ein Regiozug auch noch unterwegs. Also es wird hier immer bunter. Es wird immer bunter mit Zügen, die diese Linie schon nutzen. Und er hat hier doch auch schon Schleichfahrt eingestellt. Ich mache hier tatsächlich nochmal zwei Gleise. Das ist, würde ich behaupten, einfacher. Allerdings, es kann sein, dass dann die anderen Züge auch gerne das mitnutzen würden. Aber das können wir natürlich so bauen, dass sie das nicht können. Das heißt, die Weiche hier, die kommt wieder weg. So, ich brauche mein Gleis, bitteschön. Und wir folgen hier. Oder wir können das ja sogar autonom machen. Dass wir hier ein bisschen in den Berg reingehen, ein bisschen höher. Aber es wäre schön, wenn wir hier andocken könnten und dann nicht eine spezielle Brücke haben. Ja, machen wir das mit andocken. Und zwar so. So, hier hinten rein. Dankeschön. Hier folgen. Dankeschön. Wir können das ja später tatsächlich nochmal in Ruhe betrachten. Dahingehend. Ob wir nicht vielleicht doch, wenn hier zu viele Züge drauf sind, auf dieser Linie, dass wir das nicht doch so machen, dass irgendeine der Linien hier auch noch dieses Gleis dann mitnutzen kann, dann ist das ja auch nicht nur für den Güterzug. Aber jetzt für den Moment hätte ich das tatsächlich gerne einfach mal nur für uns, für unsere neue Linie. So, ist natürlich wirtschaftlich auch nicht wirklich ideal, wenn hier einfach ein Zug verkehrt mit 5 Werkzeugen. Aber die Wirtschaft, die spielt jetzt hier mal noch keine Rolle. Wir spielen ja nicht umsonst, ohne Kosten. Ich werde immer wieder gefragt, wie ich das ohne Kosten spielen kann. Das ist ganz einfach, Leute. Es gibt eine Standard-Mod, die ist so oder so im Spiel drin. Von Haus aus, die muss man nicht mal runterladen. Und die heißt keine Kosten oder No Cost, ich weiß es gar nicht. Wenn man die aktiviert bei den Mods, so wie man sonst Mods aktiviert, dann spielt man ohne Kosten. Man hat zwar hier unten, das seht ihr ja, dann immer Minus, das ist aber uninteressant, weil ihr zum Bauen trotzdem kein Geld braucht. Ihr braucht auch kein Geld, um Züge zu kaufen. Ihr spielt dann halt den Sandkasten. Ohne Geld. Also. Ja, jetzt hier vorne müssen wir wieder gucken, wie wir das genau machen. Wir sind eigentlich vor den Toren von Erfurt und müssen nach da hinten. Das würde für mich heißen, vielleicht doch von hier aus jetzt bauen. Und schauen, wie wir nach da hinten kommen. Da haben wir uns ein Gleis. Ja, bleiben wir beim 160er, warum auch nicht? Irgendwie so. Und wobei, wir müssen hier ja rüber. Ich sehe schon, mit einer Brücke wird schwierig. In Tunnel rein geht wahrscheinlich eher. Bisschen weiter nach hinten ziehen. Mit N. Ne, wir kommen nicht unter die Erde, müssen wir anders lösen. Wir könnten hier natürlich auch rein und kreuzen. Das ist alles Bahnhofsbereich. Also das würde theoretisch schon gehen. Ach, jetzt geht's plötzlich. Jetzt komme ich plötzlich in meinen Tunnel rein. Ja, die Frage ist nur, ob wir auch wieder aus dem Boden rauskommen. Irgendwie bis da hinten dann. Wo müssen wir denn genau hin? Wir müssen hier in dieses Zwischenstück rein. Sehe ich das richtig? Ja, hier gehen wir mit unserem anderen Gleis sicher noch rüber, damit wir dieses Gleis hier sozusagen dann weg haben. Und von hier geht es wahrscheinlich auf eine Brücke rauf. Das heißt, hier sind wir dann auf einer Brücke. Und hier hinten sind wir unter der Erde. Das könnte schwierig werden. Aber ich glaube, anders kommen wir hier nicht raus. Zumindest nicht konfliktlos. Ja, ich mach's mal. Und jetzt muss ich ja gucken, ob ich das hier irgendwann wieder aus dem Boden rauskriege. Nicht wirklich. Okay. In die Richtung vielleicht? Man reiche mir einen Ausgang. Ja, da ist dann die Steigung zu groß. Da vorne. Ja, aber auch nur, wenn wir irgendwie andocken. Boah, ihr seht schon, wir kommen so tatsächlich nicht mehr aus dem Boden raus. Wo müssen wir gleich nochmal hin? Hier hin. Nach da. Ja, das wird eher schwierig. Wenn ich es mal hier hinziehe, mal ein bisschen weiter. Da kämen wir raus. Ich würde das tatsächlich so machen. Das würde aber für uns heißen, dass wir das hier nochmal wegnehmen. Weil wir müssen dann früher runterkommen. Aber das funktioniert wenigstens. Weil sonst haben wir hier einen riesen Tohuwabohu. Und wenn wir hier Kreuzungen machen, dann behindern wir natürlich wieder die Linien, die jetzt schon unterwegs sind. Das möchte ich tatsächlich auch irgendwie verhindern. Und das klappt, dass wir das tatsächlich mit den Güterzügen hier unten durchmachen. Man sieht, das funktioniert. Ich kaufe das. Und wie gesagt, jetzt müssen wir das halt nochmal kappen. Geht nicht anders.
Weil hier müssen wir schauen, dass wir runterkommen. Mal gucken, ob das überhaupt geht. Wenn wir das Gleis hier verlassen. Ja, Moment. Die Straße war mir schon immer ein Dorn im Auge, seit wir jetzt hier angefangen haben zu bauen. Deswegen musste ich schnell weichen. Die kriegt er gleich zurück. Jawohl, das funktioniert. Sehr cool. Ist das jetzt auch das richtige Gleis? Das wäre das rechte. Und das geht hier vorne im Bahnhof drin. Auch ins rechte. Das ist perfekt. Gleich mal gucken, ob wir das zweite Gleis noch hinkriegen. Ja, da ist hier halt wieder die Straße im Weg. Die kriegt er gleich zurück. Nur nicht jammern. Dankeschön. So, einmal hier rüber. Hier unten durch. Wo ist mein Gleis? Da. Bis hierhin können wir schon mal bauen. Ist das das richtige Tunnel? Jawohl, wir kreuzen auch nirgends. Perfekt. Jetzt müssen wir hier nur wieder rauskommen. Jawohl, und ohne, dass hier ein Gebäude gekappt wird. Das ist ja großartig. Gern noch eine Weiche, falls das irgendwie möglich wäre. Sauber. Sauber. Haben wir auch. Passt. Ja, das ist ja sehr cool. Dann sind wir jetzt tatsächlich hier angekommen. Ja, jetzt fehlt natürlich der Zug, die Strecke fehlt, die Signale fehlen. Ich würde sagen, das ist dann etwas für morgen. Was hier auch noch fehlt, ist irgendeine Möglichkeit dann für die LKWs, dass sie hier die Sachen abholen. Da müssen wir dann gucken, wie wir das machen. Könnte je nachdem noch schwierig werden. Wobei, wenn wir hier so was Kleines hinstellen, weil das ist ja wie gesagt der alte Güterbahnhof von Erfurt für uns. Also so ein Ding, was wir halt sonst in die Stadt reinstellen, dann müsste das eigentlich auch funktionieren. Dann müssen wir den hier an der Angel haben. Aber ich würde sagen, das gucken wir dann morgen. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Die Strecke ist soweit fertig. Die Signale fehlen und so weiter. Das machen wir dann alles morgen noch. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.